herzlich willkommen zur ersten Folge von Die Puppe ist Essen wie bei Mutter, Mare, Mother und so weiter. Einer Filmreihe, in denen Menschen aus aller Welt interviewt werden, die das Kochen und oder das Essen zum Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens gemacht haben. Heute bin ich zu Gast bei Kit und ihrer Tochter Lynn. Zusammen führen sie das Restaurant Madame Hu in Hamburg auf St. Pauli. Gerade befinden wir uns im Herzen des Restaurants. Der Küche. Hallo Kit, hallo, hallo. Lynn. Hallo Birger. Oh, so genial, dass ich heute hier sein kann. Danke. Gerne. Steigen wir doch gleich ein ins Thema. Sag mal Kit, bist du eigentlich in Hamburg geboren? Nein, ich bin in Hongkong geboren. Ha, hört man gar nicht. Sag mal, hattest du als Kind eigentlich ein Lieblingsessen, was deine Mama dir immer gekocht hat? Ich mochte eigentlich alles, chinesisch, querbeet. Ah. Okay, eine Allesesserin sozusagen. Ja, genau. Ist ja auch lecker, ne? Mhm. Und Lynn, sag mal, kocht Mama für dich manchmal chinesisch? Ja, immer alles, was ich mir wünsche. Echt? Oh, hast du das gut? Tja, sag mal, Kit, ich habe mal eine Frage. Hat deine Mama dir was Spezielles früher gekocht, wenn du mal krank warst zum Beispiel? Meistens nicht. Also meistens haben wir das so auskurieren lassen, weil das einfach Hühnersuppe ist zu spät, weil man soll Hühnersuppe vorher essen und nicht, wenn man krank ist, weil der Körper einfach auskuriert werden muss. Super. Mhm. Also wenn man krank ist, soll man erstmal gar nichts essen. Mhm. Schon. Nicht für noch Magen. Mehr reintun. Mhm. Ne? Ah. Weil der Darm genauso geschont werden möchte. Ja, alles. Das macht Sinn. Mhm. Absolut. Genau. Chinesische Medizin. sag mal, ihr feiert ja auch das chinesische Neujahrsfest. Mhm. Ne? Feiert ihr das hier im Restaurant? Ja. Echt? Es ist immer einmal im Jahr, zwischen Januar und Februar, kommt auf den Mondkalender an. Ah, und dann laden wir alle ein. Es gibt ganz viel zu essen. Es gibt das. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Es gibt so chinesische Barbecue, es gibt langes Nudel für langes Leben, es gibt Fisch und dann gibt es irgendwie Dumplings. Glasnudel, Dumpling. Auf jeden Fall. Es ist ganz. Bunt gemischt. Mein Lieblingsessen, Eiersuppe. Das ist auch sehr lecker. Das musst du unbedingt probieren nächstes Jahr. Es hört sich eklig an, aber es ist wirklich das Beste. Nee, ich finde Eier super. War doch gerade Ostern. Also ich mache Eier sehr, sehr gerne. Ja, klingt super. Lange Nudeln, langes Leben, so ist das? Mhm. Okay. Sag mal, Kit, dein Restaurant, was ist dafür typisch? Wie ist deine Küche? Also wir kochen saisonal und zurzeit Spargel. Ja. Was wir jetzt gerade am Kochen sind. Ja, regional, saisonal. Ja, genau. Super. Wo man also, wo ich gerade, jeder soll das machen, wo der gerade lebt, was es gerade angeboten wird und nicht woanders. Ja. Ja. Aber du kochst jetzt nicht rein chinesisch, oder? Nein, 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 nein. Ich koche eigentlich sehr mediterran, französisch. Mhm. Ja. Köstlich. Und leicht asiatisch. Mhm. Läuft mir direkt das Wasser im Mund zusammen. Ihr habt ja bestimmt auch mal berühmte Gäste hier, ne? So, ja, der. Gehört denn so da zu eurer Prominenz? Jan Vetter. Jan Vetter. Mhm. Ja, den kennen wir alle noch, ne? Ein Hamburger Bursch. Ein Hamburger Jung, genau. Was war denn sein Lieblingsessen so? Er mochte sehr gerne Boulette mit Kartoffelsalat. Bouletten mit Kartoffelsalat. Mhm. Ja, das passt zu ihm, ne? Mhm. Genau. Und die Hamburger, haben die so besondere Vorlieben? Gibt es so Spezialwünsche hier bei euch? Nein, eigentlich sind unsere Gäste ganz zufrieden. Was sie sich immer wünschen, ist von unserer Karte unsere Fischsuppe, die französische Bouillabaisse. Und haben wir eine Vorspeisenvariation. Da sind immer 9 unterschiedliche kleine Sachen. Die kann man sich auch sehr gut teilen. Die ist köstlich. Das essen die Leute auch sehr gerne. Und unsere veganen Gäste mögen sehr gerne, wenn wir asiatisch kochen. Ja. Die sagen immer, das kennen sie so nicht und schmeckt ihnen gut. Das ist auch speziell lecker, das stimmt. Sag mal, eine wichtige Frage habe ich noch. Was gehört für ein gutes Essen bei euch dazu? Was muss immer dabei sein? Ich glaube, für uns beide macht ein gutes Essen nicht viel aus. Braucht nicht viel Shishi, es muss ehrlich sein. Es muss auch nicht viel sein. Es muss nicht viel sein, es muss klein und fein und gut sein. Ja. Handfest, es kann aber auch irgendwie mal ein Schnitzel sein. Also es muss einfach ehrlich und braucht nicht so viel Tamtam. Ehrlich und nicht viel Tamtam. Finde ich, ist ein super Schlusswort. Ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Mir hat es tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Du bist immer herzlich willkommen. Ja, dankeschön. Ich komme auch gerne wieder, so ist das nicht. Tja, und wenn auch du Lust hast und wenn es dir Spaß gemacht hat und ihr seht und du sehen willst, dass andere Mütter auch tolle Gerichte kochen, dann schaut euch auch die nächsten Folgen an von Essen wie bei Mutter. Bis dahin, alles ist gut.
Tschüss. Tschüss.